Herzlich willkommen zum Spiel des Tabellenführers FC Bayern München gegen den FC Schalke 04. Die Schalker haben Anstoß in diesem Spiel. Ich habe schon als kleiner Junge immer Radio gehört, die Radiokonferenz, und war damals schon begeistert auch von den Reportern, wie sie die Stimmung rübergebracht haben. Und jetzt darf ich selber Tor in München schreien und deshalb geht ein großer Traum in Erfüllung. Robin Dutt ist in der Expertenrolle, weil er viel besser Spielsituationen einordnen kann, als wir das können, weil er jahrelang als Sportdirektor und auch Trainer gearbeitet hat. Wir haben ein großes Team in der Redaktion, die uns auch sehr gut zuarbeiten. Wir sind sehr gut vorbereitet für die Spiele und Amazon nimmt das von der ersten Minute an richtig ernst. Und ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg. Müller mit dem Schuss, Fährmann hält, abgeblockt und Abschluss, Tor für Lewandowski. Fährmann muss den Ball über die Latte lenken, er hat ihn nach vorne klatschen lassen. Von daher war das dann ein einfaches Abstaubertor von Robert Lewandowski. Flanke, nochmal eine Strafe von Goretzka, seitfalls hier, trifft den Ball nicht. Und dann der Nachschuss, Di Santo ins Tor. Unten rechts rein, der Ausgleich. Weiter geht's, Müller schon an der Grundlinie. Tor, das gibt's doch nicht. Aus dem Winkel darf der Ball noch nie und immer reingehen. Marco Rühling ist der beste Fußballradioreporter in Deutschland. Es gibt keinen, der so schnell, so fehlerfrei und auch so emotional sich im Spiel befindet und das den Leuten transportieren kann. Die Aufbauphase war besonders, weil klar war, es muss am 28.07. losgehen. Es gibt kein Verschieben. Ich glaube, das ist typisch Amazon, Dinge zu bekommen, Dinge zu sehen und dann daraus was zu machen. Wir wollten es anders machen als bisher und wussten natürlich nicht, ob das ankommen wird. Beispielsweise eine individualisiertere Einzelberichterstattung. Beispielsweise das Amazon-Topspiel mit einem Co-Kommentator im Radio, was es so noch nie gab. Das Spiel ist aus, die Ecke wurde doch kurz ausgeführt. Es hat wieder nicht gereicht, um immerhin einen Punkt mitzunehmen. Wenn der Hörer das Gefühl hat, der Reporter ist auf Ballhöhe, ich weiß, was auf dem Platz passiert, dann ist er meistens zufrieden.